Ja. Hier ist nun mal der Vergleich zum Putzen. Unten ist das Putzen im Februar, wo er sehr geblabbert hat, die Ohren gar nicht zu sehen. Er hat es gehasst, Berührung überhaupt zu ertragen. Ich habe da zwar weiter geputzt, aber es war unerträglich, seinen Stress auszuhalten. Und oben sieht man das heutige Putzen. Er lässt sich das alles gut gefallen, wie ein normales Pferd. Wie gesagt, unten und oben dasselbe Pferd. Man muss aber auch beachten, dass nicht nur das Üben des Putzens hier im Vordergrund steht, sondern wirklich der ganze Umgang mit Willi, der sich verändert hat. Er ist mittlerweile in die Gruppe integriert. Er hat jeden Tag Bewegung. Er kann sich selbst bewegen, indem er auf die Koppel geht. Er ist nicht mehr eingesperrt in einem kleinen Paddock. Er hat vernünftiges Kopftraining. Er hat die Gruppe. Also das alles zusammen trägt zu diesem wunderbaren Ergebnis nach 8 Monaten bei.